Ja, willkommen zurück zu Anthem. Ich habe die Ladezeit gleich noch genutzt, um auf Toilette zu gehen, weil ich musste etwas dringend loswerden. Wow! Ha. Was für ein Kick! Ich finde, dem Dominion haben wir es richtig gezeigt, oder? Und ich war ja wohl ohne Zweifel ziemlich fantastisch. Das dein Ernst? Das war eine Katastrophe! Du warst eine Katastrophe! Mach das nie wieder! Bitte. Ja, alles klar. Ich gehe dann wohl mal zum Verstärker. Hier drüben. Gut, sie haben ihn nicht getötet. Es freut mich und es freut mich nicht. So. In beide Richtungen. Der Läufer sieht cool aus. Sieht aus wie früher. Ihr hättet hier wenigstens mal streichen können. Der Rost hat einen gewissen Charme. Reden wir jetzt noch über das Wetter oder ist unsere Smalltalk-Quote bereits erfüllt? Für zu viel Smalltalk ist noch keiner bestraft worden. Kennst du ein gutes Buch? Tausende, weißt du? Wir haben uns lange nicht gesehen. Schön, dich wiederzusehen. Wirklich? Du bist nicht nur hier, weil du etwas brauchst? Ist auch egal. Du bist zurück. Ich empfange noch reichlich Dominion-Funkverkehr, aber wir verlieren unsere Verfolger aus den Augen. Oh, wir sind Linkshänder. Das ist interessant. Sorry, warum haben wir angehalten? Ach, eieiei, verdammter Mist. Alec, hast du den Aktuator immer noch nicht ersetzt? Der läuft doch. Und sei still. Ich hab's im Griff. Ja, auf einen guten Start. Von was denn überhaupt? Wo ist mein Steckschlüssel? Ah, okay, es geht weiter. Liegt noch in der Kiste wie immer. Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Das Leben ist voller Überraschungen. Den Steuerbordantrieb abschalten, bevor er überhitzt. Ach, komm schon. Das ist doch der halbe Spaß. Können wir uns bitte beeilen? Sie sind jeden Moment da. Zange. Wer hätte es gedacht? Was machst du hier? Ich repariere mit dir diesen Schrottaktuator. Mal wieder. Zuverlässiger als andere. Also, was ist das für ein Auftrag? Können wir vielleicht später plaudern? Das Dominion kann jeden Augenblick auftauchen. Oh, bitte, das ist wichtig. Also, das hilft nicht. Schraubenzieher. Welchen? Red mit mir. Drei Achtel. Welchen sonst? Ich gehe zurück zum Herz des Zorns. Wirklich? Das Dominion will den Kenotaph. Corvus will, dass ich ihn zuerst finde. Deshalb sind bei Sim Dominion-Truppen aufgetaucht. Faye, Feuer frei. Faye und ich haben 2 Jahre dafür recherchiert und geschuftet. Und du willst was? Nichts Zone und Lorbeeren kassieren? Halleck, die Zeit drängt. Wir haben eine Spur, die sofort einen Lancer erfordert. Sollten wir nicht zusammenarbeiten? Nein! Ich krieg das hin. Du hast das Dominion im Nacken und denkst, dass du keine Hilfe brauchst? Wir könnten jemand anderes finden. Ha, nur zu, Kumpel. Nicht rechtzeitig, nein. Ihr braucht mich und ich brauche euch für diesen Auftrag. Ein Auftrag. Nur einer. Das wird bestimmt mehr. Ich muss einen Läufer steuern. Ihr habt eine Spur? Womöglich. Einen Augenblick. Wie erwartet. Halt mal kurz. Weißt du was über den Kenotaph oder über das Herz des Zorns? Sim weiß etwas. Freunde sind hilfreich. Tolle Freunde. Hast du von der Legion der Dämmerung gehört, General Tarsis? Was? General Tarsis? Ja, sie ist im letzten Herz des Zorns bis zum Zentrum vorgedrungen. Zum Kenotaph. Nur wie? Ich hab nachgeforscht. Ihr Javelin konnte das Unmögliche tun. Er hatte einzigartige Schilde und mehr. Du hast ihre Panzerung gefunden? Den echten Javelin der Dämmerung? Ja, endlich. Wir müssen ihn nur noch holen. Interesse? Also, ich kann's kaum erwarten. Gib mir einfach alle Infos, die ihre Hoheit hatte, dann kann die Expedition starten. Nicht nötig. Ich bin die Unterstützung. Ich hab schon alles Nötige recherchiert. Ja. Natürlich. Ich bin mir nicht sicher, was da gerade passiert ist. Aber okay. Der Javelin der Dämmerung.
Es ist lustig, das ist ja auch wahrscheinlich mal wieder so ein Szenario, wo die allerersten Javelins, die ganz am Anfang entwickelt wurden und gebaut wurden, mächtiger waren als alle Javelins, die danach kamen. So sieht es zumindest aus. Er will, dass wir dahin gehen. Haben wir noch andere Aufgaben, die wir in der Zeit erledigen könnten? Könnten? Oh ja, hier. Jarrow will noch mal was von uns. Einen Hilferuf hat er. Ich würde zwar die Hauptstory jetzt sehr gerne weiterspielen, aber ich werde erstmal zu Jarrow gehen und dort nachfragen, was der uns zu sagen hat. Ich werde mal etwas joggen. Das kann man nämlich mittlerweile in Fort Tarsis. Dank dem Day One Patch. Dann schauen wir erstmal, was Jarrow uns zu sagen hat. Beziehungsweise, ich würde mich würde es erstmal interessieren, was die beiden hier zu sagen hat. Tatsächlich Owen und Feyre. Hey, was ist los? Du hast mich gerufen. Das habe ich. Hast du Zeit zu reden oder musst du gerade zu Feyren oder so? Du bist sauer. Nein, nein, nein. Ich mache nur Spaß. Würdest du mir sagen, wenn du sauer wärst? Natürlich. Wir sind Freunde. Das freut mich zu hören. Das hast du gesagt. Jedenfalls bin ich nicht sauer. Vielleicht sollte ich sauer sein nach der dummen Nummer, die du abgezogen hast. Nummer? Das Stehlen. Borgen. Das Borgen dieses Javelins. Komm schon, ein paar Problemchen, aber alles in allem ein Erfolg. Taktisch solide und am Ende ist alles gut ausgegangen. Das war dumm und leichtsinnig. Würde man jetzt sagen, wenn man wahrscheinlich nochmal etwas älter wäre als ich. Aber ganz ehrlich, also wir wissen, dass er kein Glück hatte, sondern das war vom Programm so vorgesehen. Aber im echten Leben würde ich sagen. Taktisch solide. Ich bitte dich, das war Schlamperei. Du hattest Glück, dass ich da war. Schon möglich, aber gib mir wenigstens ein paar Extrapunkte für mein Draufgängertum. Nein. Nein, das nächste Mal zügelst du den Draufgänger in dir, bitte. Jawohl, Sir. In Zukunft werde ich auf deine Anweisungen hören. Wirklich, das sollte ich. Und das werde ich. Weißt du, Owen, ich weiß nie so genau, ob du etwas wirklich ehrlich meinst. Geh einfach von wahrscheinlich nicht aus. Das vereinfacht die Sache. Komm schon, ich bin ein offenes Buch. Was willst du denn gerne wissen? Wolltest du schon immer ein Krypter sein? Ich wollte nie ein Krypter sein. Das war nicht meine Entscheidung. Aber ich hatte die Gabe. Ich war eins von 6 Kindern. Es war das einzig Sinnvolle. Meine Eltern sahen es als Chance. Nur leider haben sie mich ohne Vorwarnung abgegeben. Und ich wunderte mich nur, warum mein Vater weint. Wo war deine Mutter? Im Gefängnis. Wir waren arm. Oder sie war einfach nur eine notorische Diebin. Wie alt warst du? 8. Es tut mir leid, Owen. Das klingt echt furchtbar. Ach was. Ist schon lange her. Ich wünschte nur, sie hätten mich gefragt, weißt du? Und was hat sich für dich als Krypta geändert? Was? Du meinst, außer der lähmenden Angst, dass jeder, den ich liebe, mich im nächsten Moment zu meinem eigenen Wohl im Stich lassen könnte? Nur ein Scherz. Du meinst, weil jeder Krypta ein bisschen kaputt ist. Was an mir kaputt ist, richtig? Nichts Wichtiges. Ist egal. Denn schließlich hat ein Krypta die Chance, die Hymne zu hören. Selbst zu hören. Die Musik der Götter. Wer würde nicht so gut wie alles dafür aufgeben? Du? Oh nein, ich würde alles restlos dafür aufgeben. Wirklich, alles. Wer was anderes behauptet, lügt. Etwas durchsichtig, der gute Junge. Mal schauen, was die gute Feyre zu sagen hat. Denn, wie wir wissen, ganz am Anfang in der Mission, die Hymne zu hören hat, glaube ich, einen der Krypta komplett ausgenockt. Keine Ahnung, ob sie so wunderschön war oder so schrecklich. Eins von beiden. Schauen wir mal, was Feyre zu sagen hat. Hast du kurz Zeit zum Reden? Wenn du nicht gerade eine Mission hast, habe ich alle Zeit der Welt. Ehrlich gesagt, bin ich überrascht, dass du den Job von Corvus angenommen hast nach all dem. Eigentlich wollte ich nicht. Ich wollte einen Neuversuch. Das sind beide Antworten, die ich so, glaube ich, nicht geben würde, aber egal. Jetzt, wo ich weiß, was ich tue, hätte ich zugegebenermaßen nichts gegen eine Revanche mit dem Herz des Zorns.
Das war sicher nicht die beste Mission, auf die man einen Freelancer-Neuling schickt. Naja, aus Fehlern lernt man mehr, oder? Das haben wir alle. Also alle, die noch leben. Für die meisten hieß die Lektion jedenfalls, halte dich vom Herz des Zorns fern. Zugegeben, das ist eine gute Lektion. Wir können es nicht einfach ignorieren und hoffen, dass es wieder weggeht. Es verwandelt alles um Freimark zu Asche. Bist du deshalb so entschlossen, wieder dorthin zu gehen, um den Kataklysm zu beenden? Nein, aber nehmen wir das einfach mal als Grund. Das klingt besser als, ich möchte halt ein Rätsel lösen. Was davon ist das Rätsel? Naja, was ist denn nicht rätselhaft? Freimark wurde auf dem Kenotaph erbaut. Warum? Um ihn zu schützen? Zu verbergen? Wodurch ist er erwacht? Hat das Dominion den Sturm absichtlich entfesselt? Warum sind sie nicht entkommen? Warum ist unsere Expedition fehlgeschlagen? Was hat die Lancer vom Himmel geholt? Du meinst, du wirst die Antworten wirklich finden? Spielt das eine Rolle? Die Welt ist voller Mysterien. Das Suchen nach Lösung. Gerade das macht Spaß. Warum zappelt die denn so viel rum? Die kann nicht einmal stillstehen. Jetzt steh doch mal still, Mädel. Das ist eine gute Einstellung. Es kann einen auch umbringen. Das ist trotzdem eine gute Einstellung. Ja, natürlich kann sowas einen auch umbringen. Du beschäftigst dich mit Lösungen und hängst dich nicht an Fehlschlägen auf. Beneidenswert. Deshalb bist du gegangen, oder? Du wolltest nicht mehr in der Vergangenheit leben. Das kann ich verstehen. Du wolltest davon weg und nicht mehr Geistern hinterherjagen. Es bedeutet mir viel, dass du das sagst. Ich bin damals aus Antium hergekommen. Kannst du dir das vorstellen? Vom wunderschönen, zivilisierten Antium ins Grenzland. Denn ich wollte das, was hier ist, durch die Augen eines Lancers sehen. Was das angeht, sind wir uns, glaube ich, ähnlich. Also, ich finde es auch gut, durch die Augen eines Lancers zu sehen. Dann sind wir quasi Zwillinge. Okay. Die Dialoge sind manchmal komisch. Egal. Schauen wir mal, was Jared zu unserem neuen Auftrag zu sagen hat. Du bist es, gut. Es gibt Ärger. Ich habe den Notruf eines Freelancers empfangen, okay? Sieht nicht gut aus. Was ist passiert? Weiß nicht. Ein Läufer steckt dort draußen fest, mit Passagieren. Sieht, wie gesagt, nicht gut aus. Wenn ein Freelancer Hilfe anfordert, sind wir zur Stelle. Verstanden. Los, finde so viel wie möglich heraus. Hilferuf. Ein Notsignal wurde von einem Freelancer-Kameraden ausgesendet. Ein Läufer ist beschädigt und die Passagiere sind in Gefahr. Finde den Läufer und hilf ihnen, so gut du kannst. Machen wir. Mechanische Bestien. Mit ihrer zähen Haut und den widerstandsfähigen Gelenken können Läufer den Sternen davonlaufen. Warum soll es Erika? Verdammt sollen die Verbrecher sein, die meine hässlichen Schönheiten nur für die Aussicht auf ein paar miese Münzen zu Fall bringen. Gangaham, Maschinenbauingenieurmeister Heliost. Gangaham. Läufer. Läufer sind gewaltige Vehikel mit vier Beinen, die Menschen und lebenswichtige Vorräte über tückisches Terrain hinweg befördern. Die guten AT-ATs. Ich weiß schon gar nicht mehr, wofür AT-AT stand. Irgendwas All-Terrain. Wofür das zweite AT stand, weiß ich nicht mehr. So, schauen wir mal, was Halluk uns zu sagen hat. Der wird uns wahrscheinlich wieder anmotzen. Halluk? Hey. Reden wir miteinander? Kommt drauf an, was du zu sagen hast. Wie wäre es, wenn wir erstmal das Eis brechen? Ist 2 Jahre her. Was ist passiert? Manchmal trennen sich Wege eben. Dieser Tag im Herz des Zorns. Du hast es vergessen. Faye und ich nicht. So einfach ist das. Ich habe es nicht vergessen. Ich war froh, am Leben zu sein. Ich habe es tatsächlich nicht vergessen. Niemand kann diesen Tag je vergessen, Halleck. Wir haben so viele Freelancer verloren. Ich denke ständig daran. Ach ja? Du hast einfach normal weitergemacht. Gab es eine andere Wahl? Wir sind Freelancer. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sind. Wir tragen alle einen Javelin, oder etwa nicht? Oh nein, du tauchst hier nicht einfach aus dem Nirgendwo auf und fängst an, mich zu verhören. Wie wär's also damit? Abseits vom Job sind wir einfach zwei, keine Ahnung, entfremdete Cousins, die sich wieder kennenlernen. Mal sehen, was passiert.
Neuanfang? Ich mag dich vielleicht nicht. Ja, das wäre so ein Spruch, der zu mir passt. Könnte sein, dass ich dich nicht mag. Könnte sein, dass mir das egal ist. Du versuchst es gar nicht erst, oder, Halleck? Wir reden doch gerade, oder nicht? Ich tue nicht, als wäre ich jemand anders. Und wenn der ich bin, für manche Leute nicht gut genug ist, tja. Du hast sicher jede Menge enttäuschte Cousins. Ich lass dich mal weiterarbeiten. Ja, das war doch ganz lustig. Ja, ich werde mich auch mit diesem Gequatsche hauptsächlich auf diese Hauptcharaktere konzentrieren, weil es gibt hier tatsächlich noch andere Charaktere, wie zum Beispiel der da vorne steht, mit dem kann man quatschen, aber es gibt hier einfach keine Quests dafür. Deswegen, also ihr kriegt nichts dadurch, dass ihr den Leuten irgendwie helft oder sonst irgendwas. Es ist nicht so wie in Mass Effect, dass ihr in der Station rumlauft und mit Leuten quatscht und die sagen euch, oh, sie haben ein Problem damit, und dann geht ihr dahin und findet rein zufällig das Ding, was ihnen helfen könnte, und dann bringt das ihnen zurück und dann freuen die sich ganz toll. Das gibt's hier nicht. Deswegen beschränke ich mich mit diesem, was wir uns anhören, auf die Hauptpersonen der Story, um zu sehen oder um zu hören, was da los ist. So, dann steigen wir mal in unseren Javelin und werden dem Läufer mal helfen. Nachdem wir wieder ein Ladebildschirm dann natürlich kriegen. Selbstverständlich. Ein Freispiel bietet die besten Möglichkeiten, Ember für die Herstellung zu sammeln. Ja, stimmt, aber ich habe schon echt viel Ember gesammelt momentan. Und meiner Meinung nach ist das Zeug, was man momentan craften kann, nicht gut genug irgendwie, um das zu rechtfertigen, dass man so viel Ember braucht. Was wissen wir? Nicht viel. Beim Eskortieren eines Läufers hat ein Freelancer um Hilfe gerufen. Danach ist die Verbindung abgebrochen. Was passiert ist, wo die Passagiere sind? Ich weiß es nicht. Das sind mir zu viele offene Fragen. Ja, schlechter Ort für eine Panne. Wird schwer, sie zu finden. Na, schauen wir doch mal. Den Läufer finden wir bestimmt. Die sind ja nicht gerade klein. Da ist der Läufer. Schau mal, da ist doch ein Läufer. Das ist nie ein gutes Zeichen. Wo kreisen die denn? Ach, da. Ja doch, bin doch schon dabei. Aua, da lebt wohl noch einer. Genau so. Hol sie vom Himmel. Hörst du das? Ich glaube, wir haben unseren Freelancer gefunden. Ah, lebend. Gut. Scheint aber auch der Einzige zu sein. Hey, bist du Freelancer? Ich bin Dix. Ja, Freelancer Dix. Was ist passiert? Die Ska haben mich vorhin angegriffen. Haben den Frachtraum beschädigt. Da, meine schweren Reparaturwerkzeuge sind überall verstreut. Hilf mir. Ich sehe, was ich finden Och, kann. Och nö, oder? Wir müssen jetzt nicht wirklich Werkzeug einsammeln. Oh Mann. Also manchmal ist das schon ein bisschen merkwürdig. Naja. So. Ich muss es irgendwie verpasst haben. Vielleicht ist es hier. Ah ja, das sieht doch ganz gut aus. Boah. Aber eins gefunden. Ist mir schon aufgefallen, dass sie nicht gerade in der unmittelbaren Umgebung waren. Du musst dich beeilen. Der Frachtraum muss verschlossen werden, bevor diese Biester wieder angreifen. Warum auch immer, ich glaube, da war es schon. Nee. Das war's nicht. Aber das hier ist es. Aber es gefunden. Was gefunden? Gut, such weiter. Geht's allen Passagieren gut? Passagieren? Oh ja. Den Arkanisten geht's gut. Alles in Ordnung. Okay, gut zu hören. Hab das letzte gefunden.
Wir haben vielleicht ein größeres Problem. Das klingt verdächtig, oder? Das seht ihr doch auch so. Das klingt sehr verdächtig. Hä, lustig. Der Läufer ist stehen geblieben neben dem Läufer, der kaputt gegangen ist. Na gut. Wie sieht's aus? Schlecht. Der Frachtraumtür fehlt eine Hydraulikstrebe. Sie muss sich beim Überfall gelöst haben. So kommt der Läufer nicht vorwärts. Nein, hier draußen sind wir so gut wie tot. Der Überfall passierte weiter vorn auf dem Weg. Also gut, ich sehe mir das an. Das Ding wird mit Ketten hochgehoben, aber hat eine Hydraulikstrebe? Na gut. Ich gehe mal auf die Suche. Läufer reparieren. Ort des Hinterhalts untersuchen. Mann, der ist aber noch ganz schön weit gekommen. Oh, da das ist ein Titan. Vorsichtig, mein Freund. Deine Brust ist verletzbar, wenn sie sich öffnet. Nein, wirklich. Hätte ich jetzt so nicht gewusst.